Ja, und die Pause für Editha Schaufler war nur kurz. Jetzt darf sie schon wieder als erste Starterin ran. Diesmal mit dem Reifen. Ihr Ziel sicherlich, sich jetzt mal etwas weiter nach vorn zu schieben. Ja, aber ich denke vor allem erstmal nochmal weiter im Wettkampf Erfahrung zu sammeln. Weil, wie ich schon vorher sagte, sie kann einfach jetzt mal rumexperimentieren, voll austouren. Sie hat die Zukunft noch vor sich. Schöner hoher Wurf. Die Mädchen werfen ja bis zu 13, 14 Meter hoch. Sehr ordentlich durchgeturnt. Gerade bei ihrer Reifenübung sieht man ihre Beweglichkeit und Bewegungsweite. Ja, die Technik wird von der Bundestrainerin, von Livia Medilanski, hochgelobt. Da ist sie schon fast perfekt. Ja, und das ist natürlich ein Vorteil. Sie kann sich jetzt darauf konzentrieren, mehr Ausstrahlung in ihre Übung zu bekommen. Aber sie hat schon wirklich im letzten Jahr so viel dazu gewonnen. Ja, gerade 17 Jahre alt. Da richtig. Bleibt noch etwas Zeit. Hier sieht man es auch ganz deutlich, sehr schön hier die sogenannte Schauflerdrehung, die sie kreiert hat. Sehr schöne Sprungkombination, Überspagat. Sie lebt ja seit 3 Jahren erst in Deutschland, kam mit ihrer Familie nach Wattenscheid, wo sie mittlerweile zusammen mit Magdalena Bjeska trainiert.